Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines kleinen Strick-Podcastes. Mein Name ist Caro und ich berichte hier regelmäßig aus meinem kleinen Fadenreich. Es ist mittlerweile Donnerstagnachmittag nach 16 Uhr. Ich versuche jetzt seit heute Morgen für euch den Podcast aufzunehmen. Heute ist so ein Tag. Herrlich. Ich hatte gar nicht gewusst, dass heute die Sirenen überprüft werden. Und dann hat es mehrmals an der Haustür geklingelt. Ich hatte so viele Stops drin, da habe ich gedacht, nein. Das gibt kein schöner, entspannter Strick-Podcast für euch. Das kann ich auf gar keinen Fall so lassen. Und deswegen habe ich jetzt etwas Zeit vergehen lassen, mich selber wieder runtergefahren und genieße jetzt mit euch die Auszeit. Vielen Dank für die Kommentare unter dem 94. Podcast von mir. Ich bin noch nicht ganz durchgekommen im Lesen, aber das, was ich gelesen habe, ich danke euch von Herzen. Ich lese es auch noch. Ich nehme dafür echt Zeit, setze mich da in Ruhe hin mit einer Tasse Kaffee. Danke noch für die nachträglichen Geburtstagswünsche und die viele Gesundheit und so. Ja, nehme ich sehr gerne an. Auch ich bin jetzt in dem Jahrzehnt, wo doch die ersten nicht so schönen Krankheiten auf uns zukommen. Und ja, ich gebe mir Mühe. Worum soll es heute gehen? Ich habe ein fertiges Strickprojekt. Dann zeige ich euch, was ich auf den Nadeln habe. Etwas, was ich gerne annadeln möchte. Ach, jetzt habe ich einen Großteil vergessen. Ah, da muss ich euch beim nächsten Mal zeigen. Es gibt was Neues im Shop. Ich habe für euch gefärbt. Ich habe an einem Strickprojekt, bin ich wirklich fast verzweifelt. Ich habe es jetzt aber hinbekommen. Und damit ihr das vielleicht leichter habt von zu Hause aus, werde ich euch gleich zeigen, wie ich dem Problem habhaft geworden bin. Hat mir echt einen abgewogen. Ich habe es auch schon ein paar Mal echt in die Ecke geschmissen zu Beginn. Und hatte gedacht, nee, das strickst du gar nicht. Ich habe da keine Lust zu. Das hat mich so genervt. Ich fand das so schlimm, aber das erzähle ich euch. Ich habe es gelöst. Ja, fangen wir an. Oh, ich bin irgendwie heute ein bisschen Konfuzius. Seht's mir nach. So, ich habe oben die Dauerwerbesendung drin. Und die meisten Anleitungen kaufe ich auch von Ravelry. Es sei denn, ich habe mal Bücher da. Dann nehme ich natürlich auch gerne Anleitungen aus Büchern und in letzter Zeit nehme ich total gerne Gratis-Anleitungen. Ja, zum Beispiel habe ich den Schlüttli euch schon gesagt, dass ich den stricken werde. Pünktchen und Anton. Es ist eine Gratis-Anleitung und die wurde von mir als sehr, sehr gut bewertet und den werde ich auch nochmal stricken. Den Anton oder auch vielleicht mal ein Pünktchen. Ich weiß es noch nicht. Tolle Anleitung, wirklich. Und ich wollte euch die Jacke unbedingt zeigen, bevor sie auszieht. Hier ist sie, mein Schlüttli. Der Schlüttli zieht bei einem kleinen Jungen an, der jetzt für mich zumindest ziemlich unverhofft geboren wurde. Und ich bringe da halt mehrmals die Woche meine Pakete für euch hin. Und da habe ich gedacht, da muss ich auf jeden Fall was hinbringen. Das war mir auch so eine Herzensangelegenheit. Diese Jacke ist sehr einfach in der Anleitung. Die hat man sehr schnell gestrickt. Wirklich sehr schnell gestrickt. Und ich finde, es ist eine sehr schöne kleine Aufmerksamkeit, die man mal zur Geburt überreichen kann. Ich habe mir so einfache Holzkleiderhäkchen noch besorgt. Holz finde ich immer gut, im Gedanken der Nachhaltigkeit. Die Knöpfe auch. In der Anleitung sind natürlich wesentlich mehr Knöpfe vorgesehen. Aber wirklich wesentlich mehr. Ich glaube doppelt so viel. Ich glaube 8 oder 9. Ich habe jetzt 4. In der Größe, die ich gestrickt habe, reichen die 4 wirklich aus. Die Jacke steht nicht auf.
Und dann geht ja der Papa dieses kleinen Jungs auch strack auf die 60 zu. Und ich wollte es ihm ein bisschen leichter machen mit seinen großen Händen, nicht, dass er so viele kleine Knöpfchen da durch das Knopfloch bringen muss. Und ich denke, das geht sich so auch ganz gut aus und das ist, glaube ich, auch die bessere Lösung für alle Beteiligten, denke ich mir mal. Die Jacke ist natürlich auch toll. Man kann die vorne ja so aufklappen und das Kind praktisch so wie reinschieben. Dann klappt man es wieder rum und schließt die Knöpfe. Top. Also ich bin begeistert. Und die ist so niedlich. Und dieses Muster ist so denkbar einfach und so wirkungsvoll. Ich bin also wirklich total verliebt in diese kleine Jacke. Dazu gibt es dann noch ein paar Nuckis von mir. Und fertig ist die Reise. Ich bin ja auch ein Fan mittlerweile von diesen Nuckis. Die haben hier unten ist extra ein Schnuller für die Nacht. Da leuchtet der Rand. Und jeder, der mal sein Enkelkind oder das Nachbarskind oder ein anderes Baby zu Bett bringen wollte oder das auch schon hat, weiß, wie unschön das ist, dass wenn die dann noch mal im Einschlafen oder so den Schnuller verlieren. Und ihr aber nicht das Licht wieder ganz anmachen wollt, um auf die Suche nach dem Schnuller zu gehen. Also dieser Leuchtrand hat mir echt schon das Leben gerettet. Und seitdem mag ich die total gerne leiden. Und er kommt dann auch da drauf. Eine Karte dabei und fertig. Ich wollte sie eigentlich schon fertig oder weggebracht haben, aber ich habe gesagt, nein, ich muss sie euch in Natura zeigen. Die erste. Weil ich die so schön finde und es werden weitere Folgen. So toll finde ich die. Ganz tolle Anleitung. Also vielen Dank noch einmal an dieser Stelle an diejenige, die die Anleitung geschrieben hat und so für uns alle für umsonst eingestellt hat. Tausend Dank. Sie hat auch noch mehr Anleitungen, glaube ich. Ja, das war das einzige fertige Strickprojekt, was ich zurzeit auf den Nadeln habe. Ich muss mich mal umgucken, habe ich nichts vergessen? Nein. Nö, war wirklich das einzige. Ich habe heute schon so viel gesappelt. Oh, und mit den Kindern rumgespökst, weil die fahren morgen früh in Urlaub. Und dann habe ich eine Woche sturmfrei. Ja. Das nächste, was auf der Nadel ist mein, ja, mein Dreieckstuch praktisch. Das C2C heißt einfach Corner. Die 2 ist, also dieses Tuch ist die 2 von Seite zu Seite, also Corner to Corner. Wird in Reihen gehäkelt. Und ich habe euch ja beim letzten Mal gesagt, ich habe jetzt dazu gewechselt, die Hinreihe. Und die Rückreihe in einer Farbe zu machen. Dadurch werden die Blöcke natürlich größer. Jetzt habe ich euch die Rückseite gezeigt, ist aber auch egal. Dadurch werden die Blöcke größer. Aber ich finde es gar nicht mal so uncool, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich habe aber auch nur geschafft, ich glaube, hier hatte ich beim letzten Mal angefangen, bei dem orangefarbenen. Und bin jetzt hier oben bei dem Grün und haben den Donut schon wieder umgehangen. Vielmehr, das habe ich heute Morgen gemacht. Und kurz danach ging das erste Mal die Sirene los. Oh, ja. Habe ich jetzt in der vergessen umzuhängen. Lasse ich jetzt da. Die werdet ihr noch öfters sehen. In den früheren Podcasts könnt ihr sehen, da habe ich euch das Video reingestellt mit Link, da könnt ihr einfach draufklicken und schon seid ihr bei der Susanne auf ihrem Tutorial. Susanne ist die Orienbäuerin und hat dafür ein ganz tolles Tutorial gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn es mal bei mir gehangen hat, dann bin ich einfach wieder drauf, habe zurückgespult, habe es mir nochmal angeguckt. Sie erklärt das so toll. Und ich bin ja nun wirklich Anfängerin, was das Häkeln angeht. Ich habe es verstanden und ich kann euch nur ermutigen. Habt ihr Reste zu Hause? Möchtet ihr ein kleines Projekt? Egal ob eben ein Tuch oder eine Kissenhülle oder ihr traut euch an was Großes. Die Anleitung von Susanne ist wirklich, wirklich toll. Ich hatte mir ja am Anfang eine andere
My Cozy C2C Shawl bei Susi Daisy Bo Creations ausgesucht. Ich habe es im Englischen nicht verstanden. Also die Strickbegriffe im Englischen, die kenne ich jetzt schon sehr gut, aber diese Häkelbegriffe im Englischen eben überhaupt nicht. Und deswegen empfehle ich ganz klar die Anleitung von der Susanne. Das war echt ein Durchmarsch damit und es macht so einen Spaß. Und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt noch nicht, wo die Reise hingeht. Mache ich wirklich nur einen Schal oder mache ich es noch größer, dann kann ich es mir von hinten noch umlegen. Oder packt es mich irgendwann dermaßen, dass ich weitermache, dass ich doch noch eine Decke mache. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es so, so toll. Ich bin da noch richtig unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das so viel dazu. Dann kann ich euch in dieser Tasche, die ich ja zum Geburtstag bekommen habe, meinen Fortschritt am Brioche Mode zeigen. Ich bin nicht mehr alleine Strickerin, das freut mich sehr. Ich stricke zusammen mit Heike, die hatte ich schon mal in diesem Linker Neumann Kallgruppe hatte ich die mit drin. Und ja, wir schreiben dann schon mal wieder, manchmal rufen wir uns auch aus Versehens an oder nicht. Ach, dann sprechen wir miteinander, ist ein total netter Kontakt. Heike hat auch heute schon geschrieben, ich hatte noch keine richtige Zeit, darauf zu antworten. Oder ich muss mir das auch noch mal in Ruhe angucken. Eben habe ich mal kurz reingeguckt. Ich glaube, da ist ein Bild gekommen, aber ich hatte keine Brille. Und das muss ich mir mal in Ruhe machen. Da freue ich mich drauf. Susanne ist auch nicht die schnellste Strickerin, was mir ehrlich gesagt entgegenkommt. Wir erarbeiten uns das jetzt ganz in Ruhe, in einer entschleunigten Weise. Und das ist total angenehm. Total. Also, ich weiß, sie hat ein Leben und hat immer viel Trubel in ihrem Leben. Ich habe immer viel Trubel und ja, das ist so ein schönes Strick beieinander. Das kann jetzt, das wird sicherlich eine Zeit dauern, bis wir beiden fertig sind. Und dann denke ich, ist das, werden wir ganz tolle Ergebnisse erzielen. Übrigens, heißer Tipp an dieser Stelle. Heike hat mich da auf was gebracht, da bin ich überhaupt noch nicht drauf gekommen. Die hat angefangen, den Triangle Shawl. Gott, von wem war der denn? Petit nicht. Glaube, war. Ich weiß nicht mehr genau. Und den möchte sie nicht weiter stricken. Und sie ribbelt praktisch in der Form, als dass sie dann jetzt den neuen Schal davon schon abstrickt. Wie cool ist das denn? Klar, immer wenn wir was ribbeln, haben wir ja so ein bisschen Wellen im Garn, aber da das meiste oder jetzt ist sie gerade im Kraus rechts, fällt das eh nicht auf und wahrscheinlich im Brioche auch nicht. Und ich fand die Idee so cool, bin da so noch nie selber drauf gekommen und könnte mir das wirklich vorstellen, dass ich das auch mal probiere, weil ich denke, nach dem Waschen und nach dem Spannen wird man das eh hinterher nicht mehr sehen können. Der Brioche Mode ist von Susanne Sommer. Es ist ein Schal, eine Kaufanleitung. Ich habe die also auch gekauft. Es war da, glaube ich, mal ein Mystery Call bei ihr. Und ich stricke den mit 4 Farben. Ihr könnt euch das aussuchen, ob ihr 2, ich glaube sogar auch 3 oder 4 Farben stricken wollt. Oder waren nur 2 und 4 möglich? Oh je. Ja, ich stricke auf jeden Fall mit 4. Warum strickt nicht die Heike mit 3? Oh, ich weiß es nicht. Also, gefährliches Halbwissen. Wer die Anleitung hat, besser lesen. Ich stricke auf jeden Fall mit 4. Das weiß ich schon mal. Und ich kann euch zeigen, ich bin jetzt in Sektion 2. Das ist die Vorderseite. Das ist 1. Und der graus rechte Teil ist jetzt meine 2. Ich habe also noch einmal zurück, dann noch einmal vor und noch einmal zurück. Und dann bin ich mit der Sektion 2 auch durch. Und ich bin schon ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Womit ich nicht zufrieden bin, ist, ich habe allen Ernstes hier unten eine gefallene Masche gefunden, durch Zufall, abends beim Fernsehschauen, obwohl
man das auf der Rückseite, nämlich hier, nicht sieht. Fragt mich nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ich weiß es nicht. Ich habe die nur durch Zufall gesehen, habe ich gedacht, was läuft denn da? Da war da eine Masche. Ich habe also ein wahnsinniges Glück gehabt, dass mir dadurch mein Brioche nicht kaputt gegangen ist. Sonst wäre ich nämlich wirklich... Also Brioche rippeln oder das hochziehen, das hätte ich ja niemals hingekriegt. Ich werde mir die also hinterher auf die linke Seite ziehen und einfach festnähen. Weil ich auch nicht weiß, wo sie jetzt noch hin muss. Also ich habe wohl irgendwie mir da eine andere Lösung gefunden, mir hingefuscht. Man sieht es überhaupt nicht. Aber da hängt eine lose Masche. Komisch, oder? Ich habe das erst auch überhaupt nicht verstanden. So, ich mache mir mal meinen Markierer nach oben, damit ich weiß, wo ich beim letzten Mal war, wenn ich euch das nächste Mal zeige. Ehrlich gesagt habe ich jetzt schon ein bisschen Bauchkrummeln vor der Sektion 3, weil ich ja natürlich in den Projekten unterwegs und habe auch gesehen, dass das irgendwie nur auf einer Seite angefangen wird. Sieht ein bisschen tricky aus. Ich habe jetzt eben die Brille nicht aufgehabt bei der Heike, da habe ich es ja dann schon gesehen. Also das ist schon so, hoffentlich kriege ich das hin. Aber ich denke dann immer, mein Gott, ich bin ja nicht alleine. Ich habe die Heike, ich habe die Anleitung und die Designerin hat uns ja auch Links hingegeben zu Tutorials, da können wir wieder nachgucken. Und deswegen, was soll mir denn Schlimmeres passieren, als dass ich es vielleicht doch nicht schaffe oder ich mir nochmal irgendwo anders Hilfe holen muss. Ich fugel mich da jetzt in aller Ruhe durch. Ich glaube, dass der richtig schön wird und bin nach wie vor total begeistert von meiner Farbwahl, die ich getroffen habe, auch wenn sie nicht zu meiner Winterjacke passt. Aber da finde ich auch noch eine Lösung. Ich zeige euch nochmal meine Farben. Das sind die Farben, die beiden, die ich in Abschnitt 1 verstrickt habe, im Brioche-Teil. Das sind die beiden. Und gerade den Graus-Rechts-Teil stricke ich in diesem wunderbaren Braun und diesem Peach-Ton, Pfirsichton, der schon einen ganz schönen Zacken auch ins Orangefarbene reingeht. Ich weiß jetzt nicht, wie bei euch die Lichtverhältnisse sind. Ich habe es noch recht hell. Und es sind endlich mal angenehme Temperaturen. Ich kann es also richtig gut aushalten und ich sitze total gerne hier in meinem Räumchen, auch abends spät noch. Ich finde es hier so wunderbar von den Temperaturen und wie man hier sitzen kann und von der Ruhe. Ich bin immer begeistert. Ja, ihr werdet den Schal noch länger sehen. Und ich muss mal gucken, wie weit ich komme. Ich werde ihn vielleicht mit in den Urlaub nehmen. Und mir vielleicht nur in dem Wollladen, der in meiner Nachbarschaft ist, ein schönes Sockengarn kaufen oder so. Weil ich ja mit euch noch was im Oktober geplant habe. Das erzähle ich euch aber gleich noch. Ja, das war das. Ich mache euch erstmal die schönen Strickprojekte. Die ich verhältnismäßig gut abhandeln kann. Ja, viele sagen, ich hätte hier eine Paketschnur. Mein Mann hat das Strickzeug jetzt beiseite geräumt und sagt, boah, was ist das? Ich sage, ein Schal. Da sagt er, du willst doch nicht im Ernst das an den Hals tragen. Ich sage, ich weiß gar nicht, aber du hast das, ist doch weich. Nee, er sagt, weich ist das überhaupt nicht. Und zwar gibt das ein freies Buch, was ich mir so überlegt habe. Hallo Stella. Ich nehme nur an einer Seite zu und habe das Muster, was ich von dem Sonntag übernommen habe, hier rein. Das ist ein Lace-Muster, das muss ich hinterher noch schön aufspannen, damit man es gut sieht. Und ich stricke dieses Garn eigentlich Probe, weil ich noch was geplant habe. Und zwar ist das ja von Queensland die Shetland Late. Das hier ist die Farbe Java.
finde die wunderschön. Das ist so Brauntöne, mal mit Messing drin, mal mit einem dunkleren. Ich finde die toll. Ja, für viele von euch da draußen bestimmt undenkbar, sowas zu verstricken, weil zu kratzig. Mir gefällt das aber nach wie vor total gut. Ich mag es total gerne leiden. Und die haben eine super schöne Farbkarte. Ich überlege wirklich immer, ob ich die noch in den Shop aufnehme, weil das sind 400 Meter auf 50 Gramm. Und deswegen auch das Light. Aber ich kann mir nicht alle Wolle hier hinlegen. Das wäre dann Pre-Order. Aber es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Shops, muss ich ganz ehrlich sagen, die Queensland anbieten. Und ich finde die Wolle wirklich total toll. So, und jetzt verrate ich euch, warum ich A, steinalt werden muss und B, manche Garner von vornherein sage, stricke ich nur einmal im Leben und dann nie wieder, weil noch so viel auf uns wartet. Ich stricke das jetzt hier Probe, weil mir geht da einen Pullover durch den Kopf und der geht mir da auch nicht mehr raus und ich suche dafür für Wolle. Das ist schon mal das Erste und da denke ich wirklich an die Light, obwohl da die Maschenprobe nicht stimmt. Und zu anderen bin ich fasziniert von der Designerin und ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Und zwar rede ich von Elena Mortensen und ich will den Dala Sweater stricken und ich habe eigentlich diese Qualität ins Auge gefasst. Elena Mortensen hat den Pullover gestrickt mit Kaschmir-Seide BFL von Ponderosa und unsere Maschenprobe stimmt nicht überein. Ihre hat, jetzt muss ich überlegen, was hatte sie denn für eine Maschenprobe? Ah, sie hat 25 Maschen auf 10 cm und 34 Reihen hoch. Die Light hat 21 Maschen und 32 Reihen hoch. Da muss ich dann mal gucken, wie ich mit der Größe hinkomme. Ich finde den auf jeden Fall wunderbar. Und wenn jetzt jemand von euch da draußen Schnappatmung hat und möchte den sehr gerne stricken und sagt, wäre eigentlich schön, wenn einer mit mir strickt, dann können wir sehr gerne zusammen stricken. Das mache ich ja jetzt hier mit Heike auch, wobei ich Heike kenne. Das ist sehr, sehr schön. Aber um Gottes Willen, ich lerne total gerne Stricker und Strickerinnen kennen. Und wenn jetzt mehrere sagen, ja, wir stricken den mit im kommenden Herbst, also geplant ist das so für in 4, 6 Wochen, dass ich damit gerne starten möchte, dann meldet euch doch bei mir und dann machen wir was raus. Also in 4, 6 Wochen, das wäre ja dann so Mitte Oktober bis Ende Oktober. Ja, dann hätten wir einen schönen Pullover, den man entweder uns selbst unter den Weihnachtsbaum legen oder einem Herzmenschen. Alles ist möglich. Ich bin ja ein egoistischer Stricker. Ihr wisst das ja. Ich werde das für mich stricken. Ich glaube, das Einzige, was ich noch machen würde dieses Jahr, wäre für meine Schwiegertochter ein Tuch stricken, weil die mag sie auch sehr. Aber ich bin ja auch in Vorbereitung für den Markt und vielleicht muss er einfach das nehmen, was überbleibt. Ja, ich weiß es doch nicht. Das bin ich auch. Also, wer Lust hat, den mitzustricken, oder, tja, die Frage wäre ja, oder möchte jemand generell gerne was von Elena Mortensen stricken und aber ein anderes Design? Ja, da könnte man sich auch noch drüber unterhalten. Alles kann, nichts muss. Also das ist ja alles freiwillig. Das ist ein Hobby und muss Spaß machen. Wenn jetzt einer sagt, oh, nee, ich habe eigentlich von ihren anderen Pullover, aber zusammen anfangen, weil Rundpasse und Vereil hatte ich noch nicht, dann können wir ja immer noch darüber sprechen. Kein Problem. Ja, und deswegen stricke ich die Queensland Light auch gerade mit so einer Hingabe an, um die wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Eben hatte mein Enkelkind noch meine Maschenprobe in der Hand. Ah, hier ist sie doch. Die habe ich nämlich wirklich gemacht, die Maschenprobe, und habe die gewaschen und ich finde die echt weich. Ich finde die überhaupt nicht kratzig. Ich könnte die überall tragen.
Ich finde die toll. Und nach dem Waschen sind die Farben irgendwie noch schöner rausgekommen im Gestrick. In diesem glattgestrickten kommen die Farben viel schöner noch raus, die in dem Garn sind, wie mit dem Lace-Muster. Aber das hat man ja oft. Muster frisst Farbe, ne? Ja, ist so. Ne, Farbe frisst Muster, so rum heißt ja. Oh Gott. Ja, so viel zu, was geplant ist, was auf den Nadeln ist. Meine Cringe-Socken kann ich euch nicht zeigen und deswegen war auch mein Instagram-Post in Schwarz-Weiß. Und der bleibt auch so, der Grinch, der wird nur wahrscheinlich zwei Wollknäuel dazu kriegen. Ja, 250 Gramm Knäuelchen kriegt er noch von Atelier Zitron dazu. Dann kriegt ihr A2, manche vielleicht sogar drei Paar Socken daraus für den Preis. Und das sind total tolle Kombis möglich. Ihr könnt Streifen, ihr könnt alles Mögliche, ihr könnt ein Verall damit stricken. Also da habe ich mich schon so mit den Farben jetzt ausgetauscht, dass da viel möglich ist. Und wer dann vielleicht noch ein Weiß dazu mischt, oh, das sind ganz tolle Verals möglich. Wirklich ganz toll. Ja, den kann ich euch nicht zeigen, den Cringe. Das ist nun mal so. Da sitze ich jetzt auch drauf bis Weihnachten. Und jetzt kommen wir zu meinem Problemkind. Ihr wisst es alle, ich war total verrückt auf Notitengarn und war da schon zweimal leer ausgegangen und habe dann mir wirklich den Wecker gestellt, mich vor den PC gesetzt. Ich wusste vorher nein, was ich haben möchte und bin dann, wie die Tore aufgingen, in den Shop, habe 500 Gramm gekauft, große Tüte und 100 Gramm durfte man nochmal nachkaufen. Das war irgendwie auch alles limitiert. Ich durfte dann nur noch 100 Gramm nachkaufen von der Farbe. Und man fühlt sich total gestresst und das muss auch schnell gehen, weil da zack ist alles ausverkauft. Das geht da wirklich sehr, sehr schnell. Man muss da schnell sein. Allein das fand ich schon sehr aufregend und beim dritten Mal will man dann aber auch wirklich zum Zug kommen. Wirklich. Also das brannte mir dann unter den Nägeln. Ich habe gedacht, das kann doch hier nicht wahr sein. Jetzt weiß ich aber mittlerweile aus einer sehr zuverlässigen Quelle, dass das beim Notitengarn ja eigentlich anders läuft. Man kann da irgendwie Mitglied werden und diese Mitglieder kaufen bevorzugt. Also für die öffnet der Shop wohl früher. Und das gemeine Volk, wie auch ich, wir kriegen eigentlich das, was dann noch über ist. So, und deswegen ist das auch immer so schnell ausverkauft. Ich wusste vorher schon, ich wollte das Grün. Das Grün, was dann kam, war ein bisschen anders wie das, was ich auf den Fotos gesehen habe. Sei es mal drum. Ich habe Glück gehabt, es ist ein schönes Grün. Ja. Ich wollte damit stricken und ich habe jetzt leider heute Morgen hier schon mal aufgenommen und hatte mir heute Morgen extra hier eine Plattenwolle von Plötolobi hingelegt, um euch den Vergleich zu zeigen. Der hinkt jetzt natürlich. Dieses Garn ist, ich muss mal näher zu euch kommen, sehr aufgepufft. Und es ist wie, wie soll ich jetzt sagen, wie Zuckerwatte. Es reißt unheimlich schnell. Egal, ob ihr es kurz packt. So gut wie keinen Widerstand, packt es. Und das hat es für mich unheimlich schwer gemacht, dieses Garn zu verstricken. Einfädig habe ich eine Maschenprobe nicht hinbekommen. Dann habe ich mir zwei Fäden gemacht und auch dabei ist es mir schon gerissen. Ich war wirklich, ich habe da gesessen und habe gedacht, wie sollst du dieses Garn verstricken. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe wirklich gedacht, also das Geld habe ich echt in den Sand gesetzt, weil ich habe etwas über 1000, also 1100 Kronen oder was bezahlt. Das sind ungefähr 110 Euro. Ich meine, ich hätte 110 Euro, hätte mir PayPal abgebucht.
oder 116, ist ja auch egal, etwas über 100 Euro. Und habe gedacht, das hast du jetzt wirklich, vielleicht deinen Ansprüchen teuer bezahlt, den Ausflug. Ne? Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich war auf der Internetseite und habe gedacht, da stellen doch Leute mit der Wolle gestrickt ganz tolle Sachen ein. Wie schaffen die das denn? Jetzt muss man ja dazu sagen, mir kommt ja auch noch ungelegen, dass ich sehr, sehr feste stricke. Wirklich feste stricke. Aber ich habe gedacht, das Geld muss auch irgendwie rein und das kann ich so nicht machen. Und ich wollte ja, das war mir ja ein Herzenswunsch. Also habe ich gedacht, jetzt stell dich nicht so an, irgendwie musst du das schaffen. Und vielleicht helfe ich ja dem einen oder anderen da draußen mit dem, was ich mir jetzt für ein Konzept erarbeitet habe. Es ist in der Vorbereitung, ich will das nicht verschweigen, für mich Mehrarbeit gewesen, die sich aber jetzt am Ende auszahlt. Ich habe also für mich einen Pullover angefangen. Und natürlich nur für mich. Ich jag doch nicht hinter einer Wolle her und stricke dann für jemand anderen. Nee, das würde ich jetzt echt nicht bringen wollen. Da bin ich egoistisch. Ich bin sowieso in letzter Zeit wieder mehr egoistisch, was auch zum Beispiel meine Gesundheit betrifft. Ich nehme hier wieder öfters meine Auszeiten. Ich gehe wieder zum Sport. Und da kann aber auch mal der Himmel runterkrachen. Ich muss jetzt wieder ein bisschen mehr an mich denken. So, beim Stricken war ich immer schon egoistisch. Das gebe ich auch zu. Das meiste, was ich stricke, ist für mich selbst. Ich habe mir einen Pullover angefangen. Einen Raglan von oben. Und der ist schon so weit. Und das sind nicht viele Strickstunden drin verstrickt worden, weil ich habe eine große Nadel, ich verstricke das dreifädig und das geht sehr schnell. Vielleicht könnt ihr das Muster sehen, es ist nämlich das gleiche Muster wie hier in dieser kleinen Strickjacke, was mir so gut gefallen hat. Ich finde das richtig gut. Ich werde mir die Arme glatt stricken und nur das Vorderteil und das Rückenteil hat dieses sehr dezente Muster. Ja, und nun geht's zu meinem Tipp, den ich vielleicht, die meisten von euch werden sich wahrscheinlich an den Kopf schlagen und sagen, was hat die denn da? Hat sie schon öfter Singlegarn verstrickt und die Plötolopi ja nun auch, aber das ist nicht das Gleiche. Und manche können vielleicht auch nicht verstehen, warum mir das Garn so gerissen ist. Ja, ich stricke halt sehr feste, dann beim Fernsehen, dann zieht man einmal. Ich habe natürlich mir auch gesagt, Carola, strick nicht so feste, mach mal schön locker. Habe ich eine Reihe durchgehalten und dann hat es irgendwie, weil das kommt ja auf so große Platten, dann doch wieder irgendwo gehakt, entweder bei der ersten oder bei der zweiten Rolle, weil ich habe ja doppelfädig versucht zu verstricken. Also gerissen ist es immer irgendwo. Ich hatte das wirklich schon mal in der Hand und wollte das richtig hinten in die Ecke schmeißen. Und da sagt mein Mann, also das habe ich ja bei dir noch nie erlebt. Da habe ich gesagt, dieses Garn fordert mir alles ab. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe mir Bälle gewickelt. Alles, was ich an dieser Wolle habe. Alles an Bälle. Doppelfädige Bälle. Und dann lege ich mir die abends in die Tupperschüssel. Werbesendung steht ja eh schon da. Und dann kugelt dieser Ball in meiner Tupperschüssel hin und her. Und dazu nehme ich noch einen 100% Alpaka-Faden dazu. Und zwar ist das die Titicaca von Holst als Stützfaden. Also bin ich nicht nur für 110 Euro für den Pullover, sondern die Titicaca müssen wir auch noch oben drauf rechnen, on top. Das gibt also einen richtigen Deluxe-Pullover. Ja. Aber jetzt passt es. Und jetzt bin ich d'accord. Und jetzt bin ich zufrieden mit dem, was ich hier produziere. Ich finde es nichts schlimmer, als wenn ich irgendwas auf der Nadel habe, was mir aber nur zu 60-70% gefällt. Das bin ich nicht. Bei mir muss immer stimmen Farbe, Form, Qualität, Strickbild, ganz wichtig. Also manchmal gucke ich
ich will jetzt hier keinem zu nahe treten und ich weiß, dass ich da absolut pingeligst bin. Aber manche haben draußen ein Strickbild, wo ich dann denke, gut, bin ich pingelig. Ich weiß, ich bin da total monkig, aber ich finde das eher wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, ich hatte ihn an. Er passt mir hier oben sehr gut. Da ich aber sehr ausgestellte Hüften habe und bekannterweise auch zu viel auf den Rippen, habe ich jetzt hier unten unter der, also da, wo ich praktisch die Arme abgenommen habe, mir auf dem Zwischenstück 5 Maschen pro Seite noch zusätzlich aufgenommen unter dem Arm und nehme jetzt in der A-Form zu. Ja. Ich glaube, das wird richtig schön. Es wird, glaube ich, richtig schön. Ich werde dafür, dass ich jetzt schon so viel Mühe da reinsetzen musste und alles wickeln, auf doppelfertig, aber auch reich belohnt werden. Ich glaube, der wird richtig schön werden. Und ich habe schon mal versucht. Der bleibt fast von alleine stehen. Weil ich so feste auch stricke. Aber nichtsdestotrotz finde ich den weich. Ja, den werdet ihr noch mal sehen. Sowas würde ich natürlich, wenn ich ihn bis zum Urlaub noch nicht fertig habe, nicht mit in Urlaub nehmen. Viel zu groß. Das tue ich keinem an, so einen Riesenteil mit im Auto zu nehmen. Nee, das macht man nicht. Der bleibt hier schön zu Hause und ist ein Zuhause-Projekt. Ich trinke noch Kaffee. Oh Gott. Bestimmt schlafe ich heute Nacht wieder nicht. So, ich muss mal gerade an euch vorbei. Weil ich habe nur noch, das verbinde ich mit den Socken, die Gratis-Anleitung. Also, es gibt noch von mir was Gefärbtes, Gratis-Anleitungen, Kleinigkeiten, die in den Shop kommen. Und jetzt werde ich es ganz offiziell sagen. Ich scheitere noch an dem Programm bei Shopify, weil das ist immer unheimlich viel Schreibarbeit und Bilder reintun und schlag mich tot. Mein offizieller Verkauf startet jetzt am, ich bin extra ins letzte Quartal gegangen, am 8. Oktober startet der um 10 Uhr, das ist der Sonntag nach meinem Urlaub. Ab da gehen die Mystery Bags in den Verkauf. Ich habe 3 Mystery Bags, wo Sockenwolle drin ist. Und dann kommt ein Mystery Bag in 3 verschiedenen Farben für Mützen, Kaul. Das ist der Robin. Die werden dann im Shop freigeschaltet. Jetzt ist es ja so, dass meine Freunde aus den benachbarten EU-Ländern nicht über den Shop kaufen können. Weil ich habe ja keine Lizenzen für jedes Land gemacht, weil es sehr, sehr teuer ist. Und rein theoretisch müsste ich mit jedem Land auch einen Vertrag abschließen. Das heißt, ich hätte zum Rechtsanwalt gemusst, der hätte mir bei der Ausfertigung helfen müssen. Das hätte auch ein irres Geld verschlissen, was ich fakt nicht habe. Und deswegen muss ich nochmal an dieser Stelle alle ermutigen, die jetzt schon wissen, ich möchte gerne einen Kiss Me Center oder ich möchte einen Grinch. Kiss Me Center, Grinch und Gingerbread House. Das sind die 3 Socken-Mystery Bags, die es geben wird. Und dann wird es den Robin geben in 3 verschiedenen Farben. Ihr müsstet mich anschreiben. Und ich mache das für euch total gerne. Ich habe ja im Shop dann andere Möglichkeiten, das im Shop zu buchen. Und die Versendung wäre dann privat. Ja. Nehmt den Mut, ich beiße nicht. Wer was haben möchte, gerne schreibt mich an. Ich tue euch auf jeden Fall was weg und der Rest kommt dann wieder so nach und nach in den Shop. Gut, das muss ich mal sagen. Und dann machen wir jetzt mal weiter, was ich mir so für euch überlegt habe. Ich möchte gerne mit euch da draußen, mit dir und mit dir, im Socktober Socken stricken. Ich habe noch keinen Hashtag. Und wenn einer jetzt einen irre guten Hashtag hat, der A, was mit mir zu tun hat, also mit der Caro und dem Socktober, also und das in einen Hashtag packt. Ich habe auch schon mal gedacht,
Karos Socktober 2023. Findet ihr den Hashtag zu lang oder findet ihr den gut? Ja, dann machen wir das. Und entscheidend ist, dass ihr unter diesem Hashtag auf Instagram eure Socken zeigt. Und wer da seine fertigen Socken zeigt und die meisten Likes hat, der bekommt von mir ein Überraschungspaket. So habe ich mir das überlegt. So, was will ich da haben von euch? Ich weiß, ihr seid, viele von euch sind viel kreativer wie ich noch. Ich will da keine Stinos sehen. Also Stinos, also stinknormale Socken, Stinos, die sind jetzt mal rum. Jetzt möchte ich von euch Granaten sehen. Mehrfarbig, bunt, vereil, besondere Ringel, mit was dran, mit Perlen, mit... Ich möchte da richtig geflasht werden von euch. Lasst euch was einfallen. Wir stricken uns im 21. Jahrhundert nach oben. Das heißt, wir möchten dieses alte, verstaubte Image ablegen und möchten was Neues erfinden. Und da appelliere ich an euch. Überrascht mich. Haut mal so richtig einen raus. Es kann eine Weihnachtssocke sein. Es macht eine Nase dran oder stickt was auf. Haut mich vom Hocker. Da will ich echt was von euch sehen. Und dann lasse ich mir auch ein ganz tolles Geschenk für denjenigen einfallen, der nachweislich die meisten Klicks eingesammelt hat. Unter meinem Hashtag. Da kann ja dann jeder gucken. Also da würde ich mich echt drüber freuen. Ich war schon, heißer Tipp, auf Pinterest und habe mich auch schon ein bisschen umgeguckt und werde natürlich mitstricken. Ich bin natürlich out of order. Ich mache da nicht mit. Aber ich werde nicht mich irgendwie, ich gewinne nicht. Also logisch, das ist nie, ist No-Go. Aber ich werde mitstricken und ich habe auch schon Ideen. Ja, da freue ich auch drauf. Freue ich mich echt drauf. Also es wäre sehr schön, wenn ihr im Socktober, sagen wir, wir beginnen am 1.10. und das geht ja bis zum 31.10. der Oktober. Ja, sicher Reformationstag, ich bin ja evangelisch. Gott, bis dahin und dann gucke ich so Anfang November, was hat sich so getan, wer hat die meisten Klicks und dann mache ich ein schönes Paket für euch fertig. Ja. Yeah. Und jetzt muss ich euch noch was zeigen, was ich für euch gefärbt habe. Ich warte immer ein bisschen ab, bis mir so ein paar Leute geschrieben haben. Und diesmal war oder kommt nach vorne A Million Dreams von meiner Lieblingssängerin Pink. Habe ich euch schon mal gefärbt. Gab es mal vor einem Jahr, anderthalb Jahren habe ich das schon mal gefärbt. War sehr beliebt bei euch. Und diese Färbung habe ich wieder aufleben lassen. In verschiedenen Farben. Und jetzt knallt es. Wir gehen in die dunkle Jahreszeit und ein bisschen Farbe tut uns immer gut. Und mein Gott, was ist draußen wieder in der Welt los? Krieg in der Ukraine, Libyen, Marokko. Es ist ja furchtbar. Und wir brauchen Farbe und viele stricken ja auch für Freunde, denen es gerade schwer ist oder für Hilfsorganisationen. Also schicken wir in dieser dunklen Zeit nicht nur Geld, ich habe natürlich auch wieder gespendet, nicht nur Geld, sondern auch mit dem Gestrickten, mit Socken, Farbe und Freude um die Welt. So, da haben wir sie. A Million Dreams in Schwarz. Und wenn das keinen Spaß macht, dann weiß ich auch nicht. Finde ich richtig gut. Ja. Da werde ich auch mit einem Paar oder mit einem Knäuel jemanden überraschen, wo ich weiß, die hat es gerade auch ganz dicke. Und wenn ich sie wenigstens einmal zum Lächeln bringe, habe ich doch schon genug getan, oder? In Flieder. In Pink. In Grau. In Grün, Neongrün. Die kann auch richtig was. So, ich habe mir meine beiden Lieblingsfarben zum Schluss gelassen.
Neonorange. Also der muss ich mir auf jeden Fall auch einen für mich nehmen. Das ist meine Farbe. Neonorange finde ich richtig gut. Und last but not least, ein Türkis. Ja, damit bringe ich ein bisschen Farbe in unser aller Welt und ich hoffe, ich mache euch damit eine Freude. Ich hatte eine Freude beim Färben. Oh, ich hätte endlos so weiter gekonnt, aber mir ging die Wolle aus. So, das ist das. Und dann überlege ich ja immer, was kann ich mal für Kleinigkeiten in den Shop tun. Was mir A selber auch gefällt und was ich vielleicht einer Freundin oder so, der ich mal einen Strang Wolle schenke, noch als Kleinigkeit obendrauf tue. Und das muss nicht immer das meiste vom Geld kosten, aber halt eine Freude machen. Und dann war ich natürlich auf Pinterest, weil ich ja auch so ein paar so kleiner Pins und so auch schon gekauft habe. Und die sind, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, so teuer da geworden auf Pinterest, dass ich mit den Ohren geschlackert habe und habe ein bisschen das Internet bemüht, hoch und runter geguckt und Großhändler geguckt und habe für uns Pins bestellt. So. Und die werde ich euch zu einem moderaten Preis-Leistungs-Verhältnis reinstellen. Und wer noch denkt, ach Caro, du bist aber teuer, der möchte mal bitte auf Pinterest gucken. Und dann wisst ihr, dass ich nicht teuer bin. Eine Crochetnadel in Blau. Warte mal, ich habe die Crochetnadel doch noch in Rosa. Und ich habe die Crochetnadel, auch die Häkelnadel noch in Grün. So, das sind schon mal die häkeligen Sachen. Dann habe ich Knit Happens. Und das habe ich selber so eingepackt für euch. Die Tüten ist recyceltes Plastik. Übrigens, weil ich tue mich ja immer so schwer mit Plastik. Das ist recyceltes Plastik. Und unten ist einfach ein Karton. Weil ich möchte hier nicht unbedingt in diesen Plastikwaren verfallen. Ein Schäfchen. Früher hat man die alle in der Jeansjacke und so, weiß ich noch. Fand ich immer total cool. Die und Buttons. Ein Strickkorb mit Kätzchen drin, Wollkörbchen. Ein Fuchs. Und last but not least, das wichtigste Thema für uns alle, Never Give Up. Genau. Also aufgeben tun wir nicht. Ja, das war's für heute. Ich bin durch. Ich habe gefühlt, bin ich jetzt schneller gewesen wie beim ersten Mal. Wobei ich jetzt sagen muss, beim ersten Mal hatte ich auch noch diese Reisprobe im ersten Podcast mit der Plötolopi gemacht, um euch zu zeigen, was der Unterschied ist zwischen diesem Notizengarn und diesem. Die kann man aber auch, glaube ich, nicht direkt miteinander vergleichen, weil hier ist unheimlich viel Luft, also fast schon wie so eine Luftkordel. Und dieses Plötolopi ist einfach von der Struktur her schon fester. Aber im Preis-Leistungs-Verhältnis tendiere ich natürlich eindeutig zu Plötolopi. Und die ist für mich immer verfügbar und hat ganz tolle Farben. Ja, so. Das war's. Was hatte ich heute Morgen noch? Ach, ich die Blumenableger. Ich habe ja nochmal Ableger bekommen. Vielen Dank dafür. Ich habe ja jetzt von 3 verschiedenen Leuten Ableger bekommen. Die erste Dame, da muss ich die E-Mail nochmal raussuchen. Die hat mir nämlich nochmal geschrieben, ob ich die nicht gekriegt hätte. Da war ich ein bisschen erschrocken, weil ich gedacht habe, du hast doch mein Paket, musst du doch bekommen haben. Natürlich sind die sehr gut bei mir angekommen.
Vielleicht tue ich beim nächsten Mal schon mal ein Video aufnehmen. Manche, zwei Stück, um genau zu sein, fangen einfach an zu blühen, ohne ein Blatt gebildet zu haben. Dann habe ich eine wahnsinnige Überraschung erlebt von einem Blättchen, wo ich schon dachte, das ist tot. Das war oben her total braun und unten ist nur noch so einen halben Zentimeter grün gewesen. Oh, da dachte ich, oh Manuela, wie bringe ich dir das bei? Ich glaube, dein Ableger ist bei mir gestorben. Und mach so mit dem Finger und schlag dieses Blatt um. Da hat die unter dem Blatt, im Verborgenen, im Dunkeln, hat die ein Blatt rausgebracht. Habe ich gar nicht gesehen. Also die lebt doch, Gott sei Dank. Also ich scheine sie wohl doch alle durchzukriegen. Bin total stolz auf mich. Ich habe jetzt aber auch im Gegensatz zu früher viel mehr Ruhe, viel mehr Muße. Ich kann immer das Internet bemühen, ich kann mir überall Informationen holen, ein Hoch auf YouTube, was heute alles möglich ist, egal was ihr lernen wollt da draußen, Meditation, Yoga, Pflanzen vermehren, ein Möbel upcyceln, stricken, häkeln, Aquarell malen. Die Latte ist unerschöpflich groß, was wir jetzt für Fähigkeiten haben, was wir so, also ich persönlich vor 10, 15 oder 20 Jahren noch nicht hatte, ohne YouTube. Ich repariere heute sogar den Staubsauger mit einem YouTube-Video. Die Küchenmaschine, mein Kaffeevollautomaten hatte jetzt das Brühwerk verhakt. Es ging nicht mehr raus. Ich bin hier schon Amok gelaufen und ich musste die aber unbedingt sauber machen, weil sie mir das schon angezeigt hatte. Und die ist noch gar nicht so alt und ich habe eine sündhaft teure genommen, weil ich ja jetzt immer hier zu Hause bin und auch viel Kaffee trinke. Ich habe echt geschwitzt. In dem YouTube-Video habe ich es mit hingekriegt. Ich habe auch schon mal mit einem YouTube-Video von meiner Geschirrspülmaschine, die heißt übrigens Minna, da war die Feder kaputt, dann fiel mal die Tür runter. Auch das habe ich mit einem YouTube. Ich bin total begeistert, was man damit alles lernen kann, wenn man das möchte und sich einfach mal rantrauen soll. Gut. Ich bin durch. Ich bin wirklich durch für heute. Bis wir uns in 14 Tagen wiedersehen. Also wer mir irgendwas sagen möchte oder ein Hashtag hat oder so, schreibt mir bitte eine E-Mail, nicht unter den Podcast. Ich weiß, es ist einfacher, aber hinterher komme ich doch wieder nicht zum Lesen und es ist unter Umständen wichtig. Dann wäre mir eine E-Mail halt lieber. Sonst bleibt mir eigentlich nichts zu sagen. Nee. So, ihr Lieben. Bis wir uns in 14 Tagen wiedersehen, wünsche ich euch alles erdenklich, Liebe und Gute. Ihr Gesunden da draußen, ihr bleibt mir bitte gesund. Und ihr Kranken da draußen, euch wünsche ich baldige Genesung oder, wenn das nicht möglich ist, einen Zustand, in dem ihr sehr gut aushalten könnt. Was Schönes auf den Nadeln wünsche ich euch. Ein schönes, entspanntes Wetterchen in den nächsten 14 Tage. Und dann sehen wir uns hoffentlich vorm Urlaub nochmal wieder. Und so wie es aussieht, werde ich alles mitnehmen in den Urlaub. Und vielleicht schaffe ich es ja mal, mich da irgendwo mit euch hinzusetzen, euch zu zeigen, wo ich denn überhaupt bin und euch da ein bisschen mitzunehmen. Was haltet ihr davon? Ich glaube, das könnte ich echt mal machen. So viel von meinem Privatleben gebe ich ja nun auch nicht preis. Aber das könnte ich eigentlich mal machen, weil ich bin mir ja immer noch am gucken. Ich glaube, das wird ganz schön werden. Ich muss jetzt mal auf Holz klopfen. Mama war auf einem Geburtstag in der Nachbarschaft und liegt jetzt seit, obwohl eben ist sie mal aufgestanden, habe ich sie gesehen. Seit anderthalb Tagen da unten und ich dachte echt, die hat Corona, der ging es so schlecht. Ja, ich glaube, das war einfach nur, weil da nonstop geraucht wird von diesen beiden Damen. Die kann den Qualm nicht ab. Und dann hat die sich ans Fenster gesetzt und dann hat die sich irgendwas geholt. Die hat gestern richtig gefiebert. Oh. Aber bis wir in Urlaub fahren, wird sie wohl hoffentlich wieder am Berg oben stehen. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. So, nicht mehr lang gesabbelt. Machen. So, weitermachen. Bis in 14 Tagen. Tschüss.